So, hallo zusammen. Mich hat gerade eine Frage erreicht, die möchte ich gerne auf diesem Weg beantworten, weil ich der Meinung bin, dass das eine sehr interessante Frage ist, die vielleicht den meisten Leuten, wenn sie sich mit der ganzen Geschichte des SkyTraders und dem, was ich so über meine Internetseite und auf Facebook und so weiter poste, beschäftigen wollen. Und zwar war die Frage, wie risikobehaftet denn das Ganze eigentlich ist. Die Frage zieht natürlich in die Richtung, wenn ich hier Geld rein tue, habe ich dann was davon oder ist es dann am Ende irgendwann weg? Und naja, ich möchte dazu ein paar Worte verlieren, mit ein paar Stichpunkte geben. Also das Erste ist, man muss sich natürlich im Klaren sein, das ist eine Unternehmensbeteiligung. Das heißt, es gibt dort ein Unternehmen, das hat eine Idee, das ist gerade dabei, diese Idee umzusetzen. Und die sammeln dafür Geld ein, weil sie dafür richtig viel Geld brauchen. Wenn wir gerade was Fintech-Unternehmen sind, die müssen richtig viel Geld einsammeln, weil die auch richtig große Kosten am Anfang haben, um alles das auch zu bezahlen, was notwendig ist. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Man muss natürlich wissen, dass man über Crowdfunding, wenn man dort Geld reingibt ins Unternehmen, dass das kein Geld ist, was angelegt wird und dann dort arbeitet, sondern das Geld wird verbraucht, definitiv. Das Geld wird verbraucht, es wird gebraucht für Lizenzen, wenn man Unternehmen gründet, braucht es Lizenzen ohne Ende, für Löhne für Programmierer und also Gehälter für Programmierer und Miete für Räume, was weiß ich nicht alles. Ne? Also da kommt einiges auf eine Firma zu, wenn sie sich gründet. Kann sich auch jeder eigentlich selbst ein Bild machen. Wenn er auf die Idee käme, jetzt sich selbstständig zu machen, irgendeine Firma zu gründen, dann wäre es ja ganz genau, ich muss erstmal ausrechnen, wie viel Geld brauche ich am Anfang, bevor ich ins Geld verdienen komme. Da sind wir beim nächsten Punkt. Bei der Frage, wie riskant eine Beteiligung bei SkyTraders ist, muss man natürlich einen entscheidenden Punkt zur Kenntnis nehmen. Die Firma ist kein Start-up im klassischen Sinne mehr, sondern die Firma geht jetzt im dritten Quartal diesen Jahres ins sogenannte operative Geschäft und beginnt Geld zu verdienen. Das heißt, hier sind die ganzen Vorarbeiten in den letzten 2 Jahren schon passiert, bis hin zu der Tatsache, dass die gesamte Software, die gebraucht wird, selbst programmiert wurde. Dort sind also keine Sachen, die man jetzt zusätzlich einkauft mit irgendwelchen Bausteinen oder irgendwas zusammenschustert, sondern es ist alles selbst programmiert in eigener Hand, in eigener Verwaltung. Und jetzt im dritten Quartal beginnt, da sind wir ja gerade am Anfang, beginnt das sogenannte operative Geschäft, das heißt, es werden die ersten Produkte verkauft, heißt, die Firma verdient Geld. Und in dem Augenblick, wo eine Firma auch schon anfängt, Geld zu verdienen, ist natürlich die Frage nach dem Risiko, oder besser gesagt, kann man davon ausgehen, dass das Risiko schon minimiert ist, gegenüber, ne, vielleicht dem ersten Jahr als Beispiel. Also so muss man rangehen. Ich würde natürlich wichtig dazu auch noch Folgendes festhalten. Wenn ich selbst ein Risiko bewerten möchte, dann spielt natürlich auch meine eigene Sicht auf das Unternehmen eine Rolle. Das heißt, ich muss mich natürlich mit dem Unternehmen beschäftigen. Was wollen die? Habe ich verstanden, was die wollen? Und ist das für mich alles logisch? Kann ich das nachvollziehen? Und gehe her und sage, es ist eigentlich eine coole Idee? Oder auch zum Beispiel, gibt es das schon in einer abgewandelten Form und haben diese Firmen Erfolg damit, ja, zum Beispiel. Also so eine Geschichte. Und der zweite Punkt ist natürlich, Risiko für mich hat ja auch was damit zu tun, wie viel ich denn investieren möchte. Also ich kann nur von mir sprechen, das ganze Video hier ist auch keine Beratung in dem Sinne, sondern ich rede immer nur von mir, wie ich das Ganze sehe, warum ich hier investiert und involviert bin. Ist klar, wenn ich jetzt nur Spielgeld in die Hand nehme, ich sag's mal so ganz profan, wenn ich nur Spielgeld in die Hand nehme und sage, wenn es weg ist, ist es weg, dann ist das natürlich ein anderes Risiko für mich, aus meiner Sicht. Aber was ist ein Risiko, als wenn ich doch eine größere Summe in die Hand nehme und sage, na, ich möchte schon, dass es auch wirklich funktioniert, weil wenn das jetzt nicht funktioniert und die Kohle ist weg, das täte mir dann schon ein bisschen weh. Ja? Also auch das bei der Risikobewertung spielt natürlich eine Rolle. Und das Schöne bei SkyTraders ist, ich habe erstens die Möglichkeit, relativ zeitig, also wir sind ja erst in der zweiten Finanzierungsrunde, dabei zu sein. Demzufolge durch den Preis für die Anteile, die ich erwerbe, die dann später mal 1:1 in Aktien umgetauscht werden, also später mal heißt in gar nicht allzu langer Zeit, das muss ich dazu sagen. Der Preis ist natürlich günstig, das heißt, ich steige bei Zeiten ein,
Dokumentiere damit das Vertrauen in die Firma und in die Idee und werde da natürlich mit einem günstigen Preis pro Anteil belohnt. Denn in den darauffolgenden Runden werden die Anteilspreise teurer. Und ist klar, wenn ich eine Strecke von 5 Jahren vor mir habe und ich bin am ersten Jahr dabei, mich zu beteiligen, ist mein Risiko höher als im fünften Jahr. Also sind die Anteile im ersten Jahr auch wesentlich billiger, also preiswerter. Billig möchte ich hier nicht sagen, preiswerter als im fünften Jahr, wo im Prinzip wir alle schon auf der Zielgeraden sind. Ja, das ist dann schon fast zu vergleichen mit dann dem Börsengang, wo die Firma komplett fertig was vorweisen kann, sagen kann, hier sind wir, wir haben das und das erreicht, wir haben die und die Ziele erreicht, wir haben die und die Ergebnisse erreicht, jetzt gehen wir an die Börse und jetzt könnt ihr euer Kapital hier mit reinschmeißen, könnt euch Anteile kaufen und so weiter, dass dann der Preis ein ganz anderer ist als für uns. Frühinvestoren, denke ich mal, ist auch klar. Und hat natürlich auch was mit Risiko zu tun. Das heißt, ich kann unter Umständen zum Beispiel hergehen und kann sagen, wenn ich heute 2000 Euro investiere, ist das ein überschaubares Risiko auf der einen Seite. Ich weiß aber ganz genau, in 5 Jahren müsste ich, um die gleichen Anteile besitzen zu können, schon wahrscheinlich 15.000 investieren. Und auch das hat ja was zu tun mit Risiko. Also, so viel würde ich eben dazu sagen wollen. Wenn wir dran denken, es ist eine Unternehmensbeteiligung und ich kaufe Aktien. Und entscheidend ist, wenn wir jetzt schon ins operative Geschäft kommen, also im letzten Quartal, spätestens im dritten Quartal ist der Plan, selbst wenn es im vierten Quartal erst passieren würde, heißt das im Klartext, ab 2024 gibt es die ersten Dividendenauszahlungen. Und das ist ja der zweite Teil dessen, weswegen eine Unternehmensbeteiligung sinnvoll ist. Nicht nur, weil, wenn ich mich am Anfang beteilige, ich weiß, ich wiederhole mich, dass der Wert meiner Anteile steigt, sondern ich bin auch am unternehmerischen Gewinn der Firma beteiligt. Aber eben auch am Risiko. Das muss klar sein. So. Mehr gibt es dazu erstmal von meiner Seite nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte die Frage ein bisschen zufriedenstellend beantworten. Und vielleicht noch der Hinweis. Ich habe ja dieses Video jetzt hier auf meinem neu erstellten Kanal hochgeladen und werde natürlich jetzt in Zukunft weitere Videos machen. Wenn du davon keins verpassen möchtest, wahrscheinlich kennst du das von anderen Kanälen, dann abonnieren und die Glocke abonnieren, auswählen. Dann bekommst du auch immer eine Information, wenn der Frank ein neues Video hochgeladen hat. Also bis zum nächsten Video. Tschüssi, macht's gut, der Frank.